I hear the Church of the Eternal Fire has offered a reward for drowners. As long as you can prove you killed some, I'll return with proof. Hurry. Hör auf, dich immer wieder hinzulegen. Speak quickly. Ich sag dir, wann du dich hinlegen darfst. Are you a chaplain of the Eternal Fire? Yes, heathen. Only the Eternal Fire can save us from the White Frost. Really? So says the prophecy of Ithlien, the Elven Witch. Is that so? The old world will die, to be born again from a seed that will not sprout, but burst into flames. You seem to contradict yourself. You mock me, Witcher? So tell me, who gave you leave to meddle in the affairs of humans? You, an emotionless mutant. Answer, who? Wir entschuldigen uns mal für Geralt, der gerne mal eine scharfe Zunge hat. I apologize, Reverend. Whosoever blasphemes deserves no forgiveness. Aber ich glaube, das war's erstmal. I'll see you later. Geh mal schlafen, alter Mann. Ich habe ja dein Haus schon genug ausgeraubt. Und wenn diese Prophezeiung schon nochmal angesprochen wurde, können wir ja nochmal einen Blick drauf werfen. Wir haben ja gerade das Buch dazu gefunden und Elwin hat das ja schon als besessenes Kind, das von einer fremden Macht besessen war, auch rezitiert. Ich sage euch, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des wölfischen Sturms bricht an. Die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts nahet. Die Zeit von Wahnsinn und die Zeit von Verachtung. Ted Dareth, die Endzeit. Die Welt wird in Frost untergehen und mit einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Sie wird aus älterem Blut neu geboren werden. Hen Ikea, aus einem Samenkorn. Dem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. So sei es. Achtet auf die Zeichen. Ich sage euch, welches diese Zeichen sein werden. Das Blut der Endshade, das Blut der Elfen, wird den Boden tränken. Ja, das ist so eine uralte Prophezeiung von irgendeiner Elfin, die mal aufgesagt hat. Und das Ironische ist, dass diese Menschen, die den stärksten Rassismus und den stärksten Hass auf alle Elfen legen, selbst diese Prophezeiung fürchten, die ja von der Elfin gemacht wurde, also, etwas ironisch. Ithlinne, eine Prophetin der Elfen, war berühmt für ihre Vorhersagen zum Ende der Welt. Ihren Prophezeiungen zufolge wird die Welt durch eine Eiszeit zerstört und alle Völker werden sterben. Als einzige werden die Elfen überleben, gerettet durch eine Nachfahrin des älteren Blutes, die Schwalbe. Mehrere Zeichen sollen der Vernichtung der Welt vorausgehen und die Katastrophe nimmt ihren Anfang, wenn Elfenblut den Boden tränkt. Dann soll das Zeitalter von Verachtung, Axt und des wölfischen Sturms beginnen, was man als langen Krieg oder einen Rückfall in die Barbarei interpretieren kann. Wird noch nicht unwichtig in der Handlung hier. Diese Prophezeiung des Weltuntergangs, die es ja in allen Kulturen gibt, kennen wir ja zu gut bei uns, ne? Ich sag nur die Maya-Kalender und das alles. 2012 sollte auch die Welt untergehen. Da hatte ich ja noch mit Frau Nightfall ein lustiges Let's Play von einem billigen Flash-Game zugemacht. In dem wir die Zombies niedergemetzelt haben. Ganz im Sinne des Weltuntergangs. Und wir haben ja gerade auch mit dem Kaplan über die Ertrunkenen geredet, zu denen wir auch noch einen Quest haben. Wenn wir die richtige Uhrzeit erwischen, dürften die sogar hier aus dem Wasser steigen. Ja, ich sehe schon einen. Die Ertrunkenen oder auch Drowners. Und da kommt schon der nächste. Sind alleine ähnlich wie die Bargäste nicht so die Herausforderung. Aber gehören noch zu den stärkeren Gegnern hier am Anfang. Und der hatte schon mal kein Gehirn dabei. Der war ziemlich blöde. Der auch nicht. Was ist denn hier los heute? Was gebt ihr mir denn? Leichengift. Und Ginatsäure. Ah, natürlich. Wir haben noch nichts über die Ertrunkenen gelesen. Entsprechend kriegen wir noch nicht immer alle Zutaten. Na, kommen hier noch mehr? Komm schon, steigt aus den Wasserbestien.
Ich gehe mal kurz zur anderen Seite rüber, denn es gibt hier ein ganz bestimmtes ertrunkenen Monster. Wofür man ein starkes Kopfgeld kassieren kann. Der aber nur zu einer bestimmten Uhrzeit da ist und es ist schon 4.30 Uhr. Also ich schätze mal, der wird nicht mehr da sein. Aber vielleicht... Nee, sieht nicht so aus. Ist ruhig hier. Ist schon zu spät mittlerweile. Und ziemlich dunkel hier auch. Ihr auf YouTube seht immer nicht so viel. Aber ich kann den Gamma-Wert des Spiels leider so weit verschieben, wie ich möchte. Meine Aufnahmeprogramme registrieren die Helligkeitsunterschiede irgendwie nicht. Bei solchen Stellen empfehle ich immer einfach aufs Vollbild zu schalten und den leichten Verlust an Qualität einfach mal hinzunehmen. Dann sieht man wenigstens was. Was hüpft denn hier auf der Erde? Frösche. Walk. Sind mir noch nie aufgefallen. Wirkt eigentlich die Schwalbe noch? Für 13 Minuten, na, das werde ich jetzt hier mal ausnutzen. Denn hier gibt es auch noch was Feines. We'll show you, Stubby. Send them to the reservation. Irgendwie werden die Leute hier alle nur gemobbt. Naja, gut, dass ich immer zufällig in der Nähe bin. What's your business with this dwarf? We're shaving off his beard. What's it to you? Ich hab was dagegen, wenn ihr seinen Bart abrasiert, weil der Bart echt cool aussieht. You'd be better off moving along. Love non-humans, do you? Sheathe your weapon and stop waving those arms around if you want to keep them. Ooh, a live one! Game, lads! Kill the deviant! You asked for it. Das hättet ihr euch besser überlegen sollen. Ach, die gehen alle auf den Zwerg. Ja, genau, geht mal schön auf mich. Kreissägen-Attacke. Und weg sind sie. Thanks for getting those hounds off my back. Wait, Geralt, is it you? Well, I'll be damned. Something wrong? You don't look well. Are you hurt? True to a Witcher. Died, came back to life. Nobody's seen him for 5 years, and he wants to know if something's wrong. Who are you? You're drunk. I'm your pal, Zoltan Chiri. Where have you been? Why haven't I heard from you? What about... Not sure I can explain much. Ah, you don't need to tell Zoltan Chiri anything. Let's just say I'm glad to see you. Though it would be nice to resolve some matters. You misunderstood. I lost my memory. I only remember the last few weeks. Know what, Geralt? Let's have a beer and talk like we used to. Clear your mind and maybe some things will come back to you. Ja, Zoltan. Ein alter Freund von Geralt, an den er sich aber nicht erinnert, wie an alle, weil er immer noch Amnesie hat hier. Und ich finde es einfach nur klasse, wie das Spiel einfach ein Fest für die Leute ist, die die Bücher gelesen haben. Allein in seiner Ansprache am Anfang waren so viele Anspielungen auf bestimmte Sachen. Haben die Entwickler echt cool umgesetzt. You look like something's bothering you. Yes, a nasty matter. My friend was to meet me in this village some time ago, but he never appeared. Think he might be in trouble? I hope not. But I wouldn't be surprised if he were. He joined the Squirrels recently and agreed to trade with the Hawkers. Squirrels and Hawkers? The Squirrels, or Scoia'tael as they call themselves, are non-humans who hope to gain equality by shooting folk from behind trees. And Hawkers are merchants who sell arms to the Scoia'tael. Illegally. I see. Geralt, I'm not exactly welcome here. We non-humans get blamed for everything from the plague through the beast to the warts on the Reverend's arse. I'd look for my friend myself otherwise. I'll keep my eyes peeled. Let you know if I learn anything. Thank you, my friend. Ha, Zoltan ist klasse. Überhaupt die Zwerge hier mit ihrer Großschnauze und den Ausdrücken, die sie in ihrer Sprache haben. Und er hat die Eichhörnchen und die Squirrels. Die Scoia'tael gut zusammengefasst. Sie hoffen darauf, Gleichheit zu erzielen, indem sie hinter Bäumen stehen und Leute erschießen. Das ist wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Can you tell me more about the squirrels? They're non-human little shits who are fed romantic tales.
They've taken up arms to fight for freedom and other ideals. During the war with Nilfgaard, Emir used them to wreak havoc in the kingdoms. I don't know who supports them now. Emir ist der Kaiser von Nilfgaard, dem großen Reich, das im Süden ist und das immer wieder diese nördlichen Königreiche hier erobern will. So, how are you doing? You know me, my schemes. I hope to start a modest business in Vizima, bringing in goods from Mahakam. The Breckenriggs are pressuring me. Wer sind denn wieder die Breckenriggs? The Breckenriggs. Who are they? My future in-laws. I'm to wed Eudora Breckenrigg soon, but my father-in-law-to-be puts too much stock in material things. The common cause mine where I worked after the war was a complete failure. I blame it on the bloody times. Klingt gleich so ein bisschen nach Herr der Ringe, wenn man so Namen hört wie... Wenn man so Namen hört wie Breckenriggs und so, muss man gleich irgendwie an die Hobbits denken. So, how are you doing? You know me, my schemes. I hope to start a modest business in Vizima. Bringing in goods from Mahakam. The Breckenriggs are pressuring me. Oh, das hatte ich ja schon mal gefragt. Ah, aber es gibt noch was, was wir aus diesem aus dieser Frage schöpfen können. From Mahakam? Any profit in that? I certainly hope so. I made some investments during the war. As they say, money needs to move. Just so long it doesn't run away. Geralt! Ja, und das war's erstmal mit Zoltan. I need to go, Zoltan. We'll talk later. Mit dem werden wir auf jeden Fall noch Spaß haben. Und wir haben mal wieder ein Level erreicht. Und looten ein wenig die Leichen und finden ein Würfelkästchen. Ich bekam einen Kasten mit Würfeln in die Finger. Er scheint von Zwergen hergestellt worden zu sein. Ich frage mich, ob eine Geschichte dahinter steckt. Ich muss jemanden auftreiben, der mir mehr über diese Würfel sagen kann. Zoltan, bleib mal kurz hier. Geralt! Vielleicht kannst du uns ja was dazu sagen. Zoltan, I found these strange dice. Looks like dwarven handiwork. It's poker with dice. Very entertaining. Requires less attention than cards, but it's just as exciting. Dice are a dwarven invention. Became popular after the war. Not surprising, given that every mercenary played. So how do you play? Let's shoot around, I'll show you. Oh. Ja, dann kann ich euch das auch gleich zeigen, weil ich würde auch so mitten im Regen erstmal das Würfelbrett rausholen. Ja, Würfelpoker, ich hasse Würfelpoker. Aber vielleicht schaffen wir es auch gegen Zoltan zu gewinnen. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ah ja, ich muss ja hier unten klicken. Dann würfeln wir mal. Und das ist es, und es ist, wie es heißt, Würfelpoker. Also es gibt bestimmte Würfelfolgen. Sowas wie ein Paar, ein Dreier, ein Vierer, eine Straße und gewisse Dinge sind halt höher als die anderen. Und man hat zwei Würfelrunden, man würfelt einmal und dann kann Würfel auswählen, mit dem man nochmal würfelt und kann Geld setzen und erhöhen. Also es ist so ein bisschen pokermäßig. Das Ding ist aber, dass das Spiel relativ unfair wird, zumindest später im späteren Spielverlauf, was die Chance der Gegner angeht. Die haben immer höhere Chancen, bessere Würfel zu bekommen und es ist nicht wirklich Zufall. Und ich habe jetzt zwei Dreien und er hat zwei Pärchen. Oh, ich habe ja jetzt schon verloren. Es sei denn, ich kriege einen Dreier. Worauf ich es auch setzen werde, aber ich werde nicht viel Geld da reinlegen. Das ist mir das einfach nicht wert. Weil wenn ich jetzt nicht nur eine 3 würfle, dann war's das. Oh ja, ich habe eine. Schön. Dreierpaar. Im Moment bin ich vorne, würde ich behaupten. Aber jetzt würfelt er, wenn er eine 6 würfelt. Und natürlich hat er ein Vollhaus. Und genau das meine ich. Aber naja, wir haben nur 6 Goldmünzen verloren. Was soll's. Noch eine Runde? Ach, das waren ja immer so zwei. Das war ja immer 2 von 3 Spielen. Ich erinnere mich so langsam wieder. Ist schon eine Weile her, dass ich die Witcher 1 durchgespielt habe. Na, das kann ja noch was werden hier. Mein gut verdientes Geld kann ich doch nicht einfach so verspielen. Man kann damit ordentlich Geld machen, wenn man, schnell speichern und schnell laden benutzt. Oh, wir haben beide 6. Aber ich will da nicht großartig Geld reinstecken gerade. Das hier ist ja nur das Tutorial quasi.
Wenn ich das ganze Ding noch gewinne, umso besser. Oh, zwei Pärchen habe ich. Aber zwei Pärchen sind nie verlässlich hier, das habe ich gelernt. Ja, ich habe zweimal verloren. Whatever, ist egal. Ich kenne jetzt die Grundlagen des Pokerspiels. Es ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Ja, das ist nämlich auch eine ganze Questreihe, wie das mit dem Faustkämpfen. Und am Ende, wenn man diese Questreihe verfolgt, kommt auch noch was Lustiges und Interessantes. Man kann damit auf jeden Fall auch nicht Geld machen, aber es ist auch eine Menge, verdammte Menge Glück dabei, weil wie gesagt, die Gegner später immer höhere Chancen haben, gute Würfel zu bekommen. Und ich sammle gerade ordentlich Alkohol und Bier, das gefällt mir. Weil ich davon nicht wirklich viel hatte bisher. Ne, da waren wir schon dran, ne? Hier sind noch Überreste, aber sind nur Würfel weitere. Und einmal reicht mir. Es hat wieder atmosphärisch begonnen zu regnen. Aber die Sonne müsste eh bald aufgehen, die Nacht ist bald vorbei. Ich werde die Gegend euch auch noch tagsüber zeigen, hier keine Angst, es wird nicht immer so dunkel sein. Aber bestimmte Sachen sind zu bestimmten Tageszeiten einfach geiler. Zumal tagsüber auch keine Gegner uns auf den Straßen begegnen. Das ist sehr, sehr friedlich und ich wollte ja die Bargäste töten und die Schädel einsacken. Und wir werden mal noch zur anderen Seite gehen. Denn da steht die eine Person von der Stadtwache, die noch wichtig ist. Für den Kaplan des Feuers. Der wollte ja, dass wir für drei Personen was tun und davon ist eine, die... Davon ist eine Person hier, die das Tor bewacht. Und ich muss echt langsam Wissen über die Pflanzen bekommen. Sonst kann ich hier keine Tränke brauen, wenn ich die Pflanzen nicht abernten kann. Und ich komme hier gar nicht ran, ne? Doch. Ich laufe gerade nur irgendwie schlecht. Da war ich doch gerade, oder nicht? Ich glaube, ich spinne. Ne, ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nur von der anderen Seite ran. Wollt ihr mich verkackeiern? Ja, das wollen sie wirklich. Kaufmannsbrücke. Da, Mikul, zu dem wollte ich eigentlich. Naja, was soll's. Ist ja nicht so, als müsste ich den ganzen Weg drumherum laufen. Ich überlege, was ich jetzt noch mache oder ob ich erstmal meditieren sollte. Die Tränke funktionieren eh nicht mehr. Wir könnten ja zu unserem Date mit Vesna gehen. Dazu werden wir einfach bis zum nächsten Abend meditieren. Und dann ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Denn das Date mit Vesna war immer einer der lustigeren Momente, fand ich. Gerade hier am Anfang. Musste ich sehr lachen beim ersten Mal. So, es regnet zwar wie Hülle, aber wir werden mal hier meditieren und das Feuer anzünden. Wir könnten jetzt aufleveln, aber ich spare mir erstmal die Talente, weil ich noch nicht so wirklich weiß, was ich demnächst unbedingt brauche und worauf ich den Fokus legen will. Es gibt schon ein paar Sachen, ich habe mir schon mal offscreen ein paar Sachen angesehen, die wirklich interessant erscheinen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, daher verschiebe ich das Auflevel mal auf später. Und wir werden jetzt bis hier meditieren. Und dann haben wir schon den nächsten Abend erreicht. Und es regnet schon wieder. 21:30. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu lange meditiert habe. Auf jeden Fall höre ich schon wieder Ertrunkene. Das nehme ich gerne an hier. Hier kommt auch immer aus dem Wasser gekrochen, ne? Habt auch nichts zu tun. Thank you.
So, vielleicht hat ja mal einer von euch jetzt ein Gehirn dabei. Du nicht? Du auch nicht? Nee, also ich muss irgendwie erst was über die lesen anscheinend. Die rücken ihre Gehirne nicht raus. Aber dafür rücken die hier ihre Schädel raus. Verschwinde, Biest. Ich habe ein Date. Die gute Dame wird schon ganz durchnässt da im Regen stehen. Das kann ich doch nicht verantworten. Dass es jetzt schon so dunkel ist. Ich überlege, ob ich nicht doch zu lange gewartet habe. Nee, Vesna steht noch da. Tut mir leid, wertes Fräulein, dass ich so lange gewartet, dass sie so lange warten mussten. Finally! I feared you'd never arrive. This place makes my flesh crawl. Did you bring the wine as I asked? Oh ja, ich hab ihn dabei. Oh, thank you. I feel much braver now. Will you show me the mill? Of course. Whatever you like. Ladies first. Perhaps I shouldn't. What if my new frock gets dirty? Don't worry. We witchers have solutions for that. Wash where you step, idiot. What is it? Something haunts the old mill again. Hmm, seems so. Maybe we need a witcher to look into it. Ah, they're never around when you need them. It'll have to wait. Any monster here today will stay until tomorrow. Certainly no sense in sending anyone else. Ich musste damals so lachen. Das ist echt gut umgesetzt, die Cutscene und die Menschen da drüben. Da spukt es wieder in der alten Mühle. Sehr, sehr witzig gemacht. Vesna, warum bist du jetzt wieder reingegangen? Naja, war ihr wahrscheinlich zu nass hier draußen. Vesna, eine Bardame in einer Raststätte im Umland. Ein resolutes Mädchen, das Essen und Alkohol verkauft. Es hört sich gerade so an, als würde darin Techno-Musik in der Mühle laufen. Also ganz Sinn machen tut das nicht.